Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg zockt. Wademoloch! Ja, ich kann es mir nicht verkneifen, immer wenn ich wieder anfange. Ja, ich staune halt dann immer wieder, wie groß das jetzt tatsächlich geworden ist. Es hat nicht mal so viel gebraucht. Und es sieht halt einfach blendend aus. Nein, nicht weil der Heisi blendend baut, so meine ich das um Gottes Willen nicht, das kann jeder. Aber die Grafik vom Spiel, der Look, wie das halt da aussieht, das ist einfach... Ja, guckt euch das mal an, also das ist halt wirklich einfach cool. Gut, also wo sind wir denn stehen geblieben? Forschung hat erst gerade wieder begonnen. Iridium-Treibstoff, genau. Ansonsten sehe ich hier eigentlich kaum Meldungen. Ja, hier fehlt ein bisschen Stahl, da fehlt ein bisschen, wisst ihr was? Hier fehlt Stahl. Hier fehlt Stahl. Nee, Stahl fehlt nicht. Hier fehlt Stahl. Nee, ich wollte eigentlich nicht ein Stahlwerk machen, sondern ihr ahnt vielleicht, was ich meine. Das hier. Machen wir hier doch nochmal so ein Lager hin. Möchte das nicht? Das ist wieder von krumm nach schief hier. Jetzt. So, mal gucken. Hier müsste ja jetzt Stahl drin sein. Sieht man hier. Weil wir haben genügend davon. Dann kriegen die das vielleicht schneller geliefert. Das wäre jetzt so die Idee. Hier hinten haben wir nochmal ein bisschen Industrie neu angesiedelt. Ja, das läuft soweit auch. Wie gesagt, die Meldungen fehlen. Hier unten fehlen Motoren. Da haben wir aber zwei Fabriken. Ja, jetzt ist es weg hier. Sehr gut. Die gelben Punkte können auch erforscht werden. Ansonsten die allgemeine Verkehrslage. Ja, ich würde mal sagen, ja. Ja, Verkehr halt. Aber eben, wozu haben wir Straßen gebaut? Also das ist ja schon richtig, dass hier auch Autos fahren. Dass wir ein bisschen Straßenverkehr haben. Das Problem ist einfach natürlich, wenn es dann Stau gibt. Aber das haben wir im Moment nicht. Und sonst müssen wir halt wieder ausbauen. Das Ganze verbreitern. Hier eine schöne Brücke. Hier werden wir aber natürlich auch noch siedeln. Das ist ganz klar. Irgendwann wird diese Brücke wahrscheinlich auch umgeben sein. Von Häusern. Apropos Häuser. Ja, ist noch okay. Strom ist auch noch okay. Dann schauen wir mal hier schnell. Aha, habe ich da immer gesagt Neuralprozessoren? Die heißen nämlich anders, die Teile hier. Neuronalprozessoren. Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie über 100 Folgen falsch gesagt. Gut, wir sind noch nicht bei 100 Folgen. Also Neuralkollegen, die waren... Ja, wo hatten wir die? Hier, Neuralprozessoren. Können wir hier vielleicht? Oh ja, wir können. Und zwar bei denen, guck mal. Das haben wir doch ausnahmsweise tatsächlich mal relativ... Wie soll ich sagen, clever gemacht hier mit dieser Bauweise. Dass wir eben den Bonus tatsächlich kriegen. Und zwar gerne überall. Machen wir nochmal zwei hier hin, weil irgendwie, ich glaube, ich sehe... Ja, ist immer noch nicht okay. Neuronalprozessoren. Neuronalprozessoren. Doch, das ist schon richtig. Ich dachte, weil sich da kaum was bewegt, dass das vielleicht nicht richtig ist. Ist es aber. So, einmal da rein. Dann hätten wir hier gerne eine Direktverbindung. Damit die da nicht irgendwie durchs Gemüse durch müssen. Das muss ja nicht sein. Jetzt fehlen denen hier die Nanoröhren. Die haben wir gar nirgends. Fehlen die grundsätzlich? Ne, immer noch Prozessoren. Was haben wir denn hier? Schönes Mikrochips fehlen jetzt wieder. Und Motoren fehlen grundsätzlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Mikrochips. Ja, weil da kriegen wir nämlich hier wieder den Bonus. Ach, ist einfach schön. Aha, wegen denen kriegen wir den Bonus. Wegen den Bohrern. Okay, machen wir hier nochmal. Ja, und dann müsste ich aber hier natürlich die Straße noch entsprechend... verlängern, sonst hat er keinen Anschluss hier. Jawohl, passt. Strom haben wir überall. Jetzt fehlt Sand. Wir liefern. Moment. Sandmine. Irgendwo hin, wo wir nicht irgendwie... Ach so, ne. Moment, die geben ja eigentlich auch wieder Bonus. Dann können wir die aber auch hier hinstellen. Dann schnappen wir uns nachher den Bonus von hier. So, ich baue ein bisschen, wie soll ich sagen, großzügig. Also im Sinne von, hier ist natürlich jetzt wieder irgendwie Platz. Das kann aber auch dahingehend natürlich gar nicht so schlecht sein. Guck mal. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich kriege hier noch eine Straße durch. Ja, hat nicht so geklappt. Egal. Also, Motoren fehlen. Und hier fehlen immer noch die Mikrochips. Da könnten wir doch jetzt aber eigentlich nochmal nachschlagen. Mikrochips hatten wir nochmal hier. Genau, eben, weil wegen dem Sand. Da sieht man, das funktioniert hervorragend. Da kriegen wir überall fast den dreifachen Bonus. Hier nochmal so ein Teil. Dann müsst ihr doch langsam dann hier nachlassen. Mikrochips, wo hatten wir euch? Ja, nochmal ein Happen. Okay, dann halt nochmal ein Happen. Nee, da gibt es keinen Bonus. Ja, jetzt müssen wir das Ganze konzipieren. Soll ich hier noch eine Straße hinmachen? Das müsste eigentlich auch gehen. Dann können wir hier nochmal ein bisschen was schnappen. So, irgendwie haben wir irgendwie so eine Behelfsstraße hier lang. Geht auch da vorne rein. Sehr gut. Vielleicht hier noch eine Querverbindung, wenn es geht. Ja, das geht sogar. Sehr schön. Querverbindung, ahoi. Ja, jetzt zieht es ja an. Bin ich irgendwie auf schnellem Tempo? Nö, eigentlich nicht. Kohlenstoff fehlt. Okay,
Kohlenstoff können wir mittlerweile hier separat herstellen. Bin wieder auf der Suche nach Bonus, den kriegen wir hier nicht. Dann gucken wir mal, wo wir den kriegen. Oder nee, die spenden dann, glaube ich, wieder Bonus. Ja, dann machen wir das anders. Wir haben doch hier eh so viel Platz. Ich habe doch gesagt, hier siedeln wir auch noch. Machen wir hier ein ganzes Kohlenstofflager hin. Schön, wie man halt frei bauen kann tatsächlich. Wenn man hier unten wirklich überall genug Ressourcen hat, dann ist das ein Fest. So, Kohlenstoff ist wieder okay. Motoren, genau, da werden wir auch noch kurz nachlegen. Die waren rot, die sind leicht zu erkennen. Aber auch hier natürlich gerne das Ganze, wenn es irgendwie geht. Geht aber nicht, mit Bonus. Was braucht ihr denn gleich nochmal? Sicher Stahl. Okay, das heißt Stahlwalzwerke wären hier natürlich dann von Vorteil. Für die Motoren. Haben wir irgendwo gerade nochmal ein paar Stahlwalz? Heißen die Stahlwalzwerke? Also es gibt Spiele, wo die so heißen. Aber ob die tatsächlich jetzt hier auch so heißen? Da haben wir sie doch. Ja, da ist ja wieder der Bahnhof. Aber jetzt mal im Ernst, müssen wir hier hinten raus? Nein, guck mal, weil hier ist nämlich die Map fertig. Also hier müssen wir mit der Bahn sicher nicht raus. Und wisst ihr was, wenn wir es dann doch irgendwie müssten, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, dann machen wir das einfach so, dass wir die hier wieder versetzen, dass wir mit denen wieder umziehen. Das ist ganz klar. So, einmal drehen. Dann hier gerne nochmal. Hier gibt es auch nochmal einen Bonus. Hier nicht. Hier gäbe es noch einen, da habe ich aber keinen Platz. Und jetzt haben wir hier wieder ein paar Probanden. Ohne Straße. Bei dem hier hinten könnte es noch schwierig werden. Nee, geht. Glück gehabt. So, einmal so, dann einmal da rein. Ja, das war wieder zu schnell. Ich gebe es zu. Ja, so. Passt. Jawohl. Gut, also noch gerne Querverbindung hier. Nee, geht nicht, da ist was im Weg. Jetzt hätte ich gerne hier noch was langgezogen. Müssen wir aber tatsächlich nicht in dem Fall. So, also Elektronikmodule fehlen wieder. Neuralprozessoren, die Motoren haben wir. Ach, und hier hinten fehlt Strom. Allen Ernstes, das war doch vorher nicht, oder schon? Ja, ist eigentlich ein kleiner Bereich. Bringt das was, wenn ich das so mache? Dann müssen wir da hoch. Ja, das bringt schon was. Das können wir so machen. Wenn wir hier noch ein Kabel haben. Hängt das dran? Nee. Na ja, gut, ich häng's gleich. So, so geht's. So geht's. Da rein. Und hier unten eine Verbindung. So, dann müssen wir hier wieder... Ach nee, doch nicht. Das klappt so nicht. Hier gibt es so einen Bereich, genau, wo das klappt, nämlich hier. So, dann haben wir hier Stromnetz 1, jawohl. Und hier oben ist es auch nicht verbunden. Herr Heisenberg, bitte ein bisschen achtsamer, weil das ist hier tatsächlich, ja, nee, man merkt es ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen, ja, diffizil dahingehend, wenn natürlich dann die Stromnetze nicht angeschlossen sind, das merkst du dann. Aber eben, es wird einem ja auch kundgetan. So ist es ja nicht. Elektronikmodule, das sind die grünen Herren, die hier. Gibt es da Boni? Nee. Nee, hier auch nicht. Ach, hier beim Eisen gibt es Boni. Ja, das Blöde ist eben, das ist natürlich jetzt, das haben wir schon öfters gehabt, dass wir die Eisenminen schon dermaßen zugestellt haben. Also es gibt nicht vom Eisenerz selber Bonus, sondern von den Baggern. Hier hinten ist doch noch Eisen. Ja, guck mal einer an. Ja, dann ziehen wir doch hier nochmal einen Riegel nach. Ui, das wird halt schon, das wird nicht mal nur eine große Stadt, sondern das wird auch eine Stadt mit sehr, sehr vielen Außenbezirken. Industrie und weiß der Kuckuck, was wir da noch alles haben. Gut. Und wir sehen, ja, das hat Wunder bewirkt, sehr gut. Wohnungen, ja, können wir langsam wieder nachrüsten. Habt ihr Strom? Das wäre noch wichtig, nicht, wenn ich jetzt hier weggehe. Ja, die liegen mittendrin. Dass dann plötzlich da der Strom aufpoppt. Okay, hier fehlen Maschinen, wie man sieht, bei denen hier. Da könnte man doch hier eigentlich auch nochmal ein, zwei Maschinen hinmachen. Wenn es irgendwo reinpasst. Ja, nicht zwingend. Da müssen wir nochmal eine Straße haben. Bringt das was, wenn ich hier noch zwei, drei Maschinen mache? Ja, glaube ich schon. Aber nicht, wenn es dann so, ja. So, Moment, dich verschieben. So, dann passt. Und dann können wir doch hier einfach eine Straße nehmen. Die dann irgendwie hier runter geht. Einmal so, da rein. Dann gerne hier noch eins weiter. Irgendwie so. 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 Und da rein. Ja, dann ist das sozusagen auch angeschlossen. Dann solltet ihr die Motoren kriegen. Allerdings, wir sehen, die bräuchten jetzt halt hier wieder Kupfererz. Ja, kriegt er. Hier haben wir Schwefel. Sonst hätte ich jetzt hier wahrscheinlich nochmal was gemacht. Hier hätten wir Kupfererz. Machen wir das doch. Wir können ja, das Schöne an dem Spiel ist, man kann nicht überproduzieren in dem Sinne, dass man irgendwann Probleme kriegt, zum Beispiel mit Lagerhäusern oder so. Weil wir halt, bin ich hier bei klein? Bin, glaube ich, bei klein gewesen.
Ja, machen wir hier noch große. Aber ich lasse sie klein mal. Eben, dass man nicht überproduzieren kann, dahingehend, dass irgendwann Lagerhäuser überfüllt sind oder so. Sondern produziert man halt einfach mehr. Im Prinzip ein bisschen ins Leere raus. Sag mal, wie baue ich gerade hier wieder die Straßen? Ist das mein Ernst? Ja, eigentlich schon, aber... kann ich nicht? Doch, ich kann. Einmal so und einmal dich noch hier rumzuzeln. Das ist aber trotzdem noch irgendwie ein Zeichen. Nee, jetzt geht's. Aber jetzt hat der keine Straße mehr. Nein, da brauchen wir nicht die Breite. Da können wir auch die hier nehmen. So, hängt dran. Aha, dann habt ihr wieder keinen Strom. Sind wir da bei dem Thema. Jo, holen wir uns von hier hinten. So, weil das können wir uns leisten. Das ist kein Problem. Da ist... Oh, da ist tatsächlich... Da ist ja die Map zu Ende. Jo, ist okay. Dann bauen wir dort nicht mehr weiter. Weil, können wir nicht. Dann machen wir das auch nicht. Na? Müsste, glaube ich, funktionieren, dass da was dran ist. So, und dann hier rein. Und dann müsste das wieder dranhängen. Wir können kontrollieren. Ja, ist wieder die 1. Dann ist das wieder alles richtig. So, und jetzt hier, das ist natürlich noch nicht angeschlossen. Oh, irgendwo haben wir, glaube ich, auch nochmal doch so ein Teil, das nicht angeschlossen ist. Das war, glaube ich, bei Iridium. Habe ich, glaube ich, mal in dem Kommentar gelesen. Hier hätten wir Iridium. Da führt eine Straße hier lang. Ja, da könnte man aber eine Abkürzung schaffen. Guck mal, hier runter, das würde gehen. Aber ich glaube, das ist nicht, was ihr gemeint habt. Irgendwie stand schon... Moment, das können wir mit einer Autobahn machen. Das ist irgendein Iridium, eine Iridiummine und die Bohrer... Ja, das geht nicht. Ja, sozusagen autonom sind. Die sind nicht an das rechtliche Netz angeschlossen. Da müssen wir natürlich schon mal noch schnell schauen. So, hier runter, hier lang und dann können wir hier rein. Und dann haben wir hier vorne eben auch einen Anschluss. Finde ich gar nicht so verkehrt, falls die von hier irgendwie hier runter müssen. Wo haben wir denn sonst noch Iridium? Oh, hier hinten fehlt Kupfer ohne Ende. Sehe ich das richtig? Das sehe ich komplett richtig. Sehen wir das hier auch? Nein. Ja, dann ist es einmal mehr eine Frage des Transports. Hier unten haben wir doch eine Kupfermine. Jetzt ist halt die Frage, für wen produzieren die? Wenn ich jetzt wieder einen Stadtteil mache und den sozusagen auferlege, das Kupfererz nach da hinten bringen, dann fehlt dieses Kupfererz irgendwo anders, weil das brauchen sie vielleicht hier schon. Da müssen wir jetzt, meiner Meinung nach, ja, das können wir ja auch, guck mal, hier haben wir eine Kupfermine, dass wir das separat machen und dann aber eben auch entsprechend mit Stadtteilen. Dass wir wirklich diese Kupfer... hier diese Kupfersachen, Geräte, Teile, Kollegen, dann wirklich eben nur dahin bringen, wo wir jetzt gerade welche brauchen. Da reicht, glaube ich, eine normale Straße. Gehen wir ein bisschen runter, diese Straßen ziehen. Ich mache es eigentlich fast ein bisschen zu schnell, weil das macht auch Spaß. Ja, und jetzt habe ich den einen da wieder irgendwie verdattelt. Da rein. Dann machen wir hier nochmal eine Querstrebe. Sehr gut. Nochmal, zack, den hier. Wo haben wir jetzt den, der keine Straße hat? Er. Hat jetzt eine? Jetzt hat er eine. Jetzt haben sie wieder keinen Strom. Okay. Tatsächlich sind genau außerhalb. Naja, mit dem Strom geizen wir nicht. Weil ohne Strom geht nichts. Und wenn nichts geht, dann leiden wir dann drunter. Kontrolle. Stromnetz 1. Bestens. Hier können wir eigentlich wieder rausgehen aus der Startstufe. Du hast immer noch keinen? Tatsächlich hier unten. Was haben wir da? Da könnte man natürlich... Oder... Moment, machen wir hier hinten noch was? Ja, wir hätten hier natürlich nochmal Eisenerz. Das wäre ja nicht so unwichtig. Alleine um den Bonus wieder zu kriegen, dann lohnt sich eben so ein Teil auch nochmal. Dass wir das hier nochmal machen, dann kriegen die auch Strom. So, wo haben wir eine Leitung? Da hinten. So, hier rein. Ja, wenn man es dann richtig macht, dann haben sie dann auch Strom. Sonst eben nicht. So, einmal so. Ja, kann ja an der Straße andocken. Das ist mir ja egal. So, da rein. Ja, jetzt müsste hier doch eigentlich... Oder ist das zu weit weg? Sag mal. Okay, jetzt habe ich es genau so gebaut. Das ist nicht wahr, dass das zu weit weg ist. Ach, come on. Wisst ihr, was wir machen? Wir können eigentlich Folgendes machen. Na, ich muss dich ein bisschen drehen. So, dann wären beide drin. Zack. Ne, da fehlt noch einer. Ja, ich muss natürlich das wieder anschließen. Das ist auch klar. Einmal so, einmal so. Ja, jetzt müsste es doch passen. Dauert das ein Momentchen, bis das sozusagen wirkt? Oder habe ich irgendwas? Hä? Warum? Moment, das muss ich nochmal anders machen. Ja, ist im Prinzip logisch. So, einmal den. Jetzt passt. Ich muss das natürlich noch verkabeln. Also, das würde schon mal laufen.
Habe ich jetzt im Prinzip wirklich so gemacht, weil da hinten ja noch Eisenerz ist. Wenn wir gucken, hier ist auch nochmal Eisenerz, da ist auch nochmal Eisenerz. Also Erz haben wir genug. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, macht es Sinn tatsächlich hier irgendwie den Stadtteil zu machen? Weil die produzieren auch noch für was anderes. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen das zum Teil. Würde heißen, wir nehmen mal, sagen wir mal, die vier Bohrer hier. Und die produzieren für die hier. Und zwar nur für die hier. Das heißt, wir brauchen Eisenerz. Ist das Kupfer? Das ist Kupfer. Also, dann brauchen wir Kupfererz. Und einmal einen Pfeil. Hierhin. Und das heißt, den können wir löschen. Das heißt, die produzieren jetzt nur für hier. Und die hier oben, die produzieren für den Rest der Stadt. Ja, würde, glaube ich, soweit passen. Schon wieder Nanoröhren. Und schon wieder Elektronikmodule, die fehlen. Ist ja auch nicht schlecht. Sollen wir hier nochmal einen Riegel machen? Ich muss mal schnell gucken. Die Nanoröhren profitieren davon, glaube ich, nicht. Nee, davon nicht. Die profitieren von hiervon auch nicht. Und hier hinten? Da, die profitieren von denen. Sehr gut, dann machen wir euch hier hin. Schön, die brauchen 400 Stahl. Können wir machen, ohne Probleme. Wir haben hier 10.000. Das passt ja wunderbar. Gut, dann haben wir das schon weg. Und dann die Elektronikmodule. Wären die hier? Die kriegen mit Sicherheit von irgendwo wieder... Ja, hier vom Eisen. Von hier hinten aber eigentlich auch. Genau, vom Kupfer. Jawohl. Hier nochmal eine Lage, sozusagen. Mhm, müsste doch passen. Jetzt haben wir das hier wieder bearbeitet. Also, Ebenium. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich zum Thema Habitate zurückkehren. Jetzt fehlt den Eisen. Da könnte man natürlich jetzt von hier wieder was nach da hinten abzweigen. Würde ich jetzt aber mal lassen. Das ist eigentlich so nah beisammen. Eigentlich müsste es so sein, dass das eh geliefert wird, behaupte ich. Hat jemand meine Stadt gesehen? Hier. Gut. Habitate. Wir haben hier eigentlich angefangen... Ach so, Moment. Wir haben doch noch... Genau, hier haben wir ja auch noch Schulen etc. hingestellt. Damit wir hier eben wirklich Habitate setzen können. Die dann von allem profitieren, was wir hier haben. Das müsste im Groben schon mal passen. Wir können ja mal schnell gucken. Ausdehnung, Ausdehnung. Ja, hier hinten fehlt jetzt tatsächlich eine Schule. Die haben halt wirklich so eine kleine Ausdehnung. Aber dann kriegt ihr hier das Ganze nochmal separat. Mit einmal Sträßchen. Oh, jetzt muss ich gucken. Genau, da ist ja ein Eingang vorn. Na? Jawohl, das passt. So, da rein. Sauber. Können wir hier noch was machen? Jawohl. Gehen wir hier noch runter. Hier nochmal eine Querverbindung. Dann kommt man da auch hin. Jetzt haben wir 126, das ist wieder absolut okay, denke ich. Strom ist auch noch absolut okay. Und guck mal, wie die hier gelevelt haben. Hier, um diese Sachen rum. Was hier natürlich... Was ist mit ihm hier? Der hat keinen Park. Das ist doch der Park. Ach, nee, das ist... Ach, okay. Ja, gut, ein Park. Ja, ja. Machen wir nochmal einen Park hin. Gerne hier, wo es geht. Ist das eine Autobahn hier unten? Offensichtlich, das dockt nicht an. Das ist aber... Eigentlich relativ egal. Weil dafür haben wir ja unsere Straßen. Reicht das, wenn ich das so mache? Ja, dann hängt es dran. Gehen wir hier in die Autobahn rein. Und hier gehen wir hier rein. Zack, wunderbar, gefällt mir. Dann gehen wir hier doch meinetwegen noch rauf und hier rüber. Und von hier soll man auch noch nach da kommen. Und dann haben wir ja schon wieder ein Layout für später. Hier wahrscheinlich nochmal Schulen und Parks rein. Damit die alle profitieren können. Wie sieht es jetzt aus? Jawohl, steigt auf. Hausgeräte fehlen ein bisschen. Ja, da ziehen Leute ein. Ja, ja, das funktioniert jetzt schon. Weil das Teil hier, genau, das hat ja eine riesen Ausdehnung. Das geht. Wohnungen immer noch okay. 130. Mhm. Können wir so laufen lassen. Und Arbeitsplätze? Ja, das bessert jetzt. Das nähert sich langsam an. Man sieht es. Jetzt haben wir hier im Prinzip noch 2000 Arbeitsplätze. Zu wenig. Ich glaube, das kriegen wir nie ganz gewuppt. Das ist aber auch nicht das Ziel des Spiels. Das ist komplett egal. Arbeitslose machen keinen Stunk. Von daher ist es egal, wenn man Arbeitslose hat. Das hat ja auch keinen Einfluss auf die Wohnqualität. Also, das passt dann schon. Jetzt ist hier hinten eigentlich auch wieder besser mit den ganzen Sachen. Die kriegen hier die Waren, die sie brauchen. Sehr gut. Hier nochmal Eisen. Also, wir sind gerüstet, wenn wir da nochmal irgendwie Nachfrage haben. Jetzt mir geht irgendwie, warum, das forscht gar nicht. Warum forscht das denn nicht? Brauchen wir da die blauen Punkte noch? Ne, die roten. Guck mal. Das war natürlich, beziehungsweise im Moment, das muss weg. Jawohl, und hier brauchen wir auch die roten. Das können wir noch gar nicht erforschen.
Wir müssen erst die hier erforschen, damit wir dann zu den roten Wissenschaftspunkten kommen. Kein Wunder forscht das nicht. Aber wisst ihr, was natürlich jetzt schön ist? Jetzt haben wir so viele Punkte erforscht, dass das eigentlich relativ zügig gehen müsste hier. Mit den KI-Steuermodulen. Hoffe ich mal. Und hier wird gelevelt, dass es eine Freude ist. Bei euch auch? Jawohl, steigt demnächst auf. Wunderbar. Dann machen wir hier nochmal so richtig ein Moloch hin. Da könnten wir ja eigentlich, einfach weil wir jetzt gerade Zeit haben, das Ganze schon mal so bauen. Genau, dass wir hier wirklich das Ganze so haben, dass es sich überschneidet. Passt du da nicht rein? Nee, irgendwie nicht. Aber hier passt er rein. So, wisst ihr, wie ich das meine? Genau, dass wir jetzt halt das Ganze so machen, dass wir wirklich überall auf der sicheren Seite sind. Wir werden nachher gleich gucken. Mal hier hin. Dass wir das Ganze noch so hinkriegen. Dass die auch eine Straßenverbindung haben. Jetzt haben wir hier natürlich einen relativ kleinen Bereich. Im Prinzip könnte man mit den Schulen fast schon ein bisschen warten. Ich mache es jetzt trotzdem. Wir müssen das aber nochmal kontrollieren. Wenn wir nachher hier irgendwie Wohnungen hinsetzen, dass die eben doch alle hier auch drin sind. Gut, und jetzt haben wir natürlich 10.000 Gebäude, die alle ohne Straße sind. Ist aber auch kein Problem. Das haben wir relativ schnell gewuppt. Da hat er schon seinen Anschluss. Er hat natürlich wieder vorne die Tür. Ja, dass mich das nicht wundert. Naja, passt. Also hier lang. Hast du eine Straße da? Nee, da ist die Straße. Okay, gut. Ist ja wirklich eigentlich unwichtig, wie wir die Straße ziehen. Wir werden dann entsprechend diesen Straßenverlauf natürlich bauen. Jetzt muss ich aber tatsächlich, glaube ich, hier lang. Ja, wir gucken. Wir basteln jetzt mal. Dann machen wir Querstraßen dorthin, wo wir sie brauchen. So, einmal noch hier, einmal so. Zack, und jetzt gucken wir schnell, wer ist nicht angeschlossen. Der hier. Straße zu weit weg, hier eine Verbindung. Und hier haben wir halt die Tür sozusagen auch hier vorne. Okay, passt auch. Hier hinten noch ein, zwei Kandidaten. Auch wieder nach der Tür gucken, die wäre dann hier. So, einmal so, einmal so, einmal so. Einmal quer hier rüber. Hier einmal diesen. Ja, müsste dann ja auch passen. Machen wir hier doch so ein Kreiselding. Hier den. Den hier rauf, da rein. Ja, war wieder ein bisschen zu schnell. So, jetzt haben wir es. Und jetzt haben wir hier noch was. Wieder mit der Straße. Zack, hier rein. Dann gehen wir hier eins weiter. Wir schaffen hier eine Straße. Und dann hätten wir die Straßengeschichte, glaube ich, soweit abgeschlossen. Hier vielleicht noch ein, zwei Verbindungen, da wo es Sinn macht. Wäre dann hier. Und dann haben wir hier im Prinzip die Grundlage gelegt, tatsächlich, dass wir hier ohne Probleme bauen können. Jetzt sehe ich aber, hier wird was herabgestuft. Da ist wieder was aufgestiegen. Ja, die haben gar keine guten Mahlzeiten. Okay, da müssen wir halt auch nochmal gucken. Die stellen wir, glaube ich, hier hinten irgendwo her. Ja, ja, gut. Das ist ein Haus, was keine guten Mahlzeiten hat. Ich würde sagen, der Rest... Der lebt hier relativ gut. Wenn man hier so guckt, das sieht doch wirklich cool aus. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.